DSGVO, das ist kurz für Datenschutzgrundverordnung. Und diese vereinheitlicht seit gut 3 Jahren die Verarbeitung personenbezogener Daten in der EU. Und genau darum dreht sich unsere heutige Mittagspause. Warum gibt es die DSGVO eigentlich und wo findet sie Anwendung? Was genau sind personenbezogene Daten? Wann dürfen sie verarbeitet werden und worauf muss man dabei achten? Unter anderem diese Fragen bzw. die Antworten darauf, die wollen wir heute finden in den nächsten 60 Minuten. Herzlich willkommen zum dritten Teil der digitalen Woche, die in Kooperation mit der digitalen Nachbarschaft, kurz der DINA, stattfindet. Und von der DINA begrüße ich auch unsere heutige Referentin Katharina Musene. Schön, dass du wieder da bist, kann man ja tatsächlich sagen. Wir hatten ja schon in der digitalen Woche auch dieses Mal ein Webinar mit dir und es gibt auch noch das ein oder andere in unserem Archiv. Du bist sehr gern gesehener Gast und Expertin bei uns. Also schön, dass du heute wieder bei uns bist. Genauso wie Petra Rolfing. Herzlich willkommen. Schön, dass auch du da Hallo. bist. Auch quasi alter Hase und es ist ganz wunderbar, dass du uns wieder im Chat unterstützt und da, ich habe es gestern auch wieder gesehen, ganz fleißig schon Antworten versuchst zu finden auf die Fragen unserer Leute. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Und ja, dann würde ich sagen, wir haben es jetzt schon 5 nach. Damit wir nicht weiter Zeit verlieren, schalte mich jetzt raus. Katharina, ich übergebe dir die Bühne und wir sehen uns dann nach deinem Input. Bis dann. Viel Spaß. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch nochmal von mir an Sie und euch alle heute zum Thema Datenschutz und DSGVO. Bea hat es schon gesagt, ein großes, großes Thema, was wir jetzt mal so auf die wesentlichen Aspekte zusammengefasst haben und heute in dieser Stunde für euch dabei haben. 2 Sätze vorab zur digitalen Nachbarschaft. Die meisten von euch werden das Projekt schon kennen, ist schon einige Jahre tatsächlich unterwegs im Bereich Vereine und Ehrenamtliche. Es geht uns sehr darum, Vereinen und Organisationen die vielen Möglichkeiten, die Digitalisierung so mit sich bringt, aufzuzeigen, aber immer auch ein bisschen zu schauen, wo sind eigentlich die Pitfalls, wo sind die Fallstricke, was kann und sollte ich als Organisation beachten, wenn ich online unterwegs bin, wenn ich online arbeite, wenn ich auch vielleicht meine Mitgliederverwaltung digitalisiere. Wir richten uns eben besonders an den großen Kontext Ehrenamt, haben mittlerweile über 50 DINA-Treffs, also ganz analoge Orte in Deutschland, in denen regelmäßig Präsenzveranstaltungen jetzt auch glücklicherweise langsam wieder stattfinden. Petra ist immer zwischendurch auch mit unserem DINA-Mobil noch unterwegs und macht vor Ort ganz tolle, ausführliche Workshops zu den unterschiedlichen Themen, die wir dabei haben. Wir haben neben diesem Thema dein Verein und seine Mitglieder, der heute eben im Mittelpunkt steht, Stichwort Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung, auch Themen wie Öffentlichkeitsarbeit, wie mache ich meinen Verein bekannt, was ist mit Social Media, Newslettern, Homepage. Wir sprechen, und das haben wir am Montag gemacht, über deinen Verein und das Geld, Stichwort Fundraising, Online-Spendenkampagnen. Wir sprechen sehr lange schon über den Faktor des virtuellen Austauschs, also wie organisiere ich eigentlich digitale Kollaboration und Kooperation. Die letzten anderthalb, fast 2 Jahre haben uns gezeigt, dass das wirklich dringend notwendig ist und wir das wirklich tatsächlich brauchen. Wir hoffen aber sehr, dass es auch ein bisschen postpandemisch noch Relevanz hat, weil, glaube ich, viele auch gemerkt haben, dass digitale Kollaboration durchaus einer von vielen Zukunftsschlüsseln ist. Und so haben wir ein sehr breites Portfolio, wo ihr jederzeit auch auf der Homepage immer nochmal nachschauen könnt, auch nachlesen könnt. Wir haben zu allen Themen detaillierte Handbücher, auch zu diesem Thema, was wir heute dabei haben. Und da seid ihr herzlich eingeladen, immer auch nochmal nachzulesen, nachzugucken und euch ein bisschen zu vertiefen. Kurz vorab, es geht uns jetzt hier um das Vermitteln von allgemeinen Grundlagen. Es geht uns um eine praxisnahe Orientierungshilfe, also um grobe Leitplanken, die euch sicher schon helfen können, euch im Verein zu organisieren, auch mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung. Wir machen bewusst keine Rechtsberatung, auch deshalb nicht, weil ich keine Juristin bin. Es ist diese Woche aber noch ein Jurist im Rahmen der digitalen Woche dabei. Das heißt, den können Sie dann zu unterschiedlichen Themen löchern. Tatsächlich ist es aber so, dass es sehr schwierig ist, auch juristische Einzelfallberatung zu machen in solchen großen Runden. Nichtsdestotrotz geben wir Ihnen heute eben Leitplanken mit an die Hand, mit denen Sie und ihr sicher schon mal sehr gut operieren könnt.
Und jetzt wüsste ich zuallererst ganz gerne von euch, ob ihr euch schon mal mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt habt. Und dafür haben wir eine kleine Umfrage eingerichtet. Und da dürft ihr jetzt mal angeben, ob ihr euch mit der DSGVO eigentlich noch gar nicht auskennt, ob ihr Grundlagen kennt, aber noch offene Fragen habt oder ob ihr eigentlich schon Profis seid und nur hier seid, um euer Wissen ein bisschen zu überprüfen. Gebt da gerne mal eure Umfrage ein und Bea gibt uns dann gleich einmal einen kleinen Überblick über die Ergebnisse. Sehr gerne, da schalte ich mich doch auch gleich mal wieder rein. Und ja, es haben schon über 80% abgestimmt tatsächlich. Und wir warten mal noch einen kleinen Augenblick, 5 Sekunden. Dann haben Sie alle noch die Chance, hier einmal abzustimmen. Und dann schließe ich jetzt die Umfrage und übertrage einmal die Ergebnisse. Kannst du die gerade sehen, Katharina? Ich sehe sie im Moment nicht. Nein, vielleicht gibst du sie Okay, einmal einfach vor. genau, dann lese ich einmal vor. Also mit 56% sagen die meisten Leute, dass sie ein paar Grundlagen kennen, aber noch offene Fragen haben. Dann ist Platz 2 und 3 recht nah aneinander. 24% sind bereits gut informiert und möchten ihr Wissen festigen und 21% kennen sich noch gar nicht aus. Super, da haben wir doch einen sehr schönen Schnitt, wahrscheinlich durch auch das, was so allgemein in Vereinen an Verteilungsunterschieden besteht. Natürlich, ganz viele von euch haben sich schon mit der DSGVO beschäftigt, mussten das auch tun. Sie ist mittlerweile 3 Jahre alt, mindestens in der Anwendung. Die Einführung ist schon sehr viel länger eigentlich unterwegs gewesen. Und insofern bin ich mir sicher, dass ganz viele von euch schon sich mit der DSGVO mindestens in Teilen auseinandergesetzt haben. Daran setzen wir an, darauf setzen wir auf und dann freue ich mich jetzt mit euch gleich inhaltlich zu starten. 2 Hinweise noch vorab. Bea hat es gesagt, alle Fragen, die unterwegs auftauchen, auch zu Begrifflichkeiten, gerne einfach in den Chat, in die Fragesektion. Da schaut Petra dann schon mal drauf. Fragen, die für alle interessant sind, nehmen wir gerne nochmal am Ende mit auf. Und das war jetzt ja schon so eine kleine Umfrage, aber wenn ihr Lust habt, im Nachgang an das Webinar euch, an das Online-Seminar euch selbst zu testen, dann haben wir einen ganz tollen Scout-Check dabei, so einen kleinen Selbsttest, in dem man sein Wissen überprüfen kann. Viele von euch, das weiß ich, haben ja auch schon andere Themen der Nachbarschaft besucht. Und wenn ihr Lust habt, so eine kleine Lernkontrolle im Anschluss zu machen, dann postet auch dazu Petra euch gerne den Link in den Chat. Jetzt starten wir aber rein in die Inhalte und ich zeige euch, was wir vorhaben. Wir sprechen über Grundsätzliches im Bereich DSGVO, sprechen zunächst mal über die Grundlagen. Warum gibt es die eigentlich? Wo kommt die her? Sprechen dann über die Grundsätze der Verordnung selbst. Was sind die wesentlichen Pfeiler, die uns interessieren? Sprechen auch über den Kontext der betroffenen Rechte, weil ihr die DSGVO, so wie wir alle, ja von zwei Seiten sehen. Zum einen sind wir Vereine, Vorstände, Organisationen, Organisatoren, auch Verantwortliche für Daten von Dritten. Zum anderen sind wir ja aber auch als Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt durch die DSGVO, durch eben zum Beispiel Datensammlung von anderen Dritten, von großen Unternehmen, Plattformen und so weiter. Das heißt, auch ihr habt nicht nur Pflichten als Vereinsvorstände, als Bürgerinnen und Bürger, als Verbraucherinnen, habt ihr auch Rechte. Und deshalb gucken wir uns auch die an. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen Platz für Fazit und Austausch am Ende. Also zu den Grundlagen. Was ist eigentlich die Datenschutzgrundverordnung? Warum gibt es sie und wo findet die eigentlich Anwendung? Nur damit wir alle sozusagen hier auf demselben Stand sind. Es ist schon klar geworden, DSGVO steht für Datenschutzgrundverordnung und diese vereinheitlicht eben seit Mai 2018 die Regeln zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten innerhalb der gesamten Europäischen Union. Für öffentliche, aber auch für nicht öffentliche Stellen. Sie gilt nicht für persönliche und familiäre Tätigkeiten. Sie gilt aber natürlich für alles das, was ihr als Organisatoren, als Organisatorinnen in Vereinen tut, wenn es mit dem Erheben von personenbezogenen Daten von Dritten zu tun hat. Also Mitgliederverwaltung, Veranstaltungen, Newsletter-Aussand, vieles und andere mehr. Gucken wir unterwegs drauf. Warum ist die entstanden? Es ging zum einen um eben ein einheitliches Recht und um einen einheitlichen Datenschutz, auch Standards auf europäischer Ebene. Die letzten Richtlinien, die wir kannten auf europäischer Ebene, im Bereich Datenschutz, war von 95. Und ihr könnt euch vorstellen, das war weit vor der Zeit von Facebook, Amazon und Co., weit vor der Zeit, wo große proprietäre Unternehmen aus Daten ein Geschäft gemacht haben.
Und deshalb waren es tatsächlich vor allem Verbraucherschützerinnen, die dieses Thema getrieben haben auf europäischer Ebene. Und das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als sei die DSGVO nur da, um uns zu ärgern und um uns als Verein noch mehr bürokratischen Aufwand zu verschaffen. Sie ist doch auch da, um uns als Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen. Und das tut sie an einigen Stellen auch durchaus substanziell. Es geht also um Rechtssicherheit. Es geht eben um den Schutz von personenbezogenen Daten innerhalb der Europäischen Union. Es geht darum, sowas wie einen freien Datenverkehr. Das vernachlässigen wir heute ein bisschen. Und nicht zuletzt um das Anpassen von Datenschutz eben auf das digitale Zeitalter. Wo findet die DSGVO jetzt Anwendung? Und da können wir, und das tun wir immer zwischendurch mal aus dieser schönen Verordnung, in der besten JuristInnensprache zitieren. Diese Verordnung gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Das heißt, wir sprechen jetzt im Folgenden über personenbezogene Daten und wir sprechen über diesen Terminus der Datenverarbeitung. Und beide Begriffe wollen wir uns jetzt einmal näher anschauen. Was sind eigentlich personenbezogene Daten? Und auch hier ist in Artikel 4 definiert, dass das alle Informationen sind, die sich auf eine identifizierte oder natürlich identifizierbare Person beziehen. Übersetzt heißt das Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung. Das sind so in der Regel die Daten, mit denen die allermeisten Vereine, Organisationen hantieren. Natürlich erhebt ihr die Namen eurer Mitglieder, natürlich habt ihr deren Anschrift, in der Regel habt ihr irgendeine Form von Kontaktmöglichkeit per Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Und wenn ihr Mitgliedsbeiträge erhebt, dann werdet ihr in der Regel auch die Bankverbindung kennen. Was aber auch dazu gehört, ist sowas wie die IP-Adresse. Das ist ja unser ganz persönlicher, im Grunde Fingerabdruck, den wir im Internet hinterlassen, wenn wir unterwegs sind. Aber auch Bewegungsdaten gehören dazu. Stichwort GPS-Tracking durch größere Unternehmen und sogar Chat- und Gesprächsprotokolle. Was auch dazu gehört, ist das Thema Fotos. Und wir bieten ja auch Veranstaltungen im Bereich Fotos, Fotorechte, Recht am eigenen Bild und vieles mehr an. Insofern gehen wir an dem Thema heute nicht in die Tiefe. Und trotzdem will ich hier schon vorweg sagen, dass auch abgebildete Personen auf Fotos, dass also Fotos von Personen von Dritten in diesen Teilbereich der personenbezogenen Daten fallen, mit denen ich nicht einfach so hantieren und tun kann, was ich möchte. Und was bedeutet jetzt eigentlich diese Verarbeitung? In der Verordnung ist es so definiert, dass es sich hier auf alle Vorgänge bezieht, bei denen mit personenbezogenen Daten gearbeitet wird. Es gibt auch einen Passus, der beschreibt das Ganze als automatisierte Verarbeitung. Und zu Anfang haben dann viele gedacht, naja, automatisiert, das heißt ja sowas wie digital oder technisch. Das mache ich ja gar nicht. Ich habe ja nur zum Beispiel Ordner, in denen ich meine Mitgliederlisten pflege. Ich habe das alles analog sortiert bei mir im Regal. Das spielt aber keine Rolle. Egal, ob ihr automatisiert, digital oder analog eure Mitgliederdaten verwaltet, ihr fallt immer unter die DSGVO. Der einzige sozusagen Exit Point aus der DSGVO raus wäre im Prinzip dann, wenn ihr eure Mitgliederdaten unsortiert auf wilden Karteikarten irgendwo in der Schublade durcheinander liegen hättet. Das wäre dann keine automatisierte, keine logisch geordnete Verarbeitungstätigkeit. Ich gehe davon aus, dass es auf die allermeisten von euch nicht zutrifft. Und damit gemeint ist natürlich das Erheben von Daten, aber auch das Speichern und Nutzen dieser Daten. Selbst das Anschauen der Daten gehört dazu, das Übermitteln an Dritte, das Verändern, Anonymisieren und Ordnen. Also es gibt in diesem Fall einen sehr breiten Begriff tatsächlich, was die Verarbeitung definiert, unterhalb des Dachs der DSGVO. Und jetzt gehe ich nochmal zurück zu den Begrifflichkeiten, nur damit wir sozusagen alle auf demselben Stand sind, über wen wir heute sprechen. Es gibt zum einen die Verantwortlichen und das sind in dem Fall eben die juristischen Personen oder Einrichtungen, die tatsächlich diese Verarbeitung tun, die diese Verarbeitung anschieben, die über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheiden. Das ist in der Regel dann eure Organisation. Und es gibt eben die Betroffenen. Das sind genau die, die eben ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, deren Daten werden verarbeitet und das sind zum Beispiel auf Vereinsebene eure Mitglieder. Nur um das einmal auseinanderzuhalten.
Und jetzt haben wir schon über so ein ganz paar Sachen gesprochen und ich wüsste gerne von euch, welche Verarbeitungstätigkeiten fallen eigentlich in eurer Organisation an? Ich habe gerade schon gesagt, ihr erhebt ja sicher Daten, um eure Mitgliederverwaltung möglich zu machen. Was macht ihr mit diesen Daten? Wie verarbeitet ihr diese Daten? Schreibt ihr zum Beispiel Newsletter? Schreibt ihr Einladungstexte? Ladet ihr zur Veranstaltung ein? Was sind so die klassischen, um dieses etwas sperrige Wort aufzugreifen, Verarbeitungstätigkeiten eurer Organisation? Schreibt es gerne mal in den Chat. Genau, ich sehe schon hier Newsletter. Einladung, Newsletter, auch Rechnung, sowas. Mitglieder zu Events, auch zu Online-Events. Es geht auch um Beschäftigtendaten, auch ein guter Hinweis, kommen wir gleich nochmal drauf. WhatsApp-Gruppen lese ich hier schon, darüber müssen wir auch nochmal sprechen. Das ist nicht die ganz ideale sozusagen Lösung für Gruppenverständigung, Lizenzverwaltung, ja, auch Rechteverwaltung wahrscheinlich gehört dazu. Mitgliederbeiträge, die eingezogen werden, aber auch sowas wie Social Media, Facebook-Kampagnen und jetzt sehe ich hier auch noch das Veröffentlichen von Fotos auf der Website. Vieles kommt doppelt, vieles ist aber relativ ähnlich oder vieles doppelt sich eben innerhalb der Organisation. Organisationen haben sehr viele ähnliche Verarbeitungstätigkeiten. Die allermeisten gehen in die Richtung Mitgliederakquise, Mitgliedergewinnung, aber eben auch Mitgliederkommunikation, Öffentlichkeitskommunikation und auch sowas wie Dokumentation. Also vielen Dank dafür. Wir gucken mal einmal drauf, was wir so definiert haben. Und dazu, da finden sich jetzt einige der Begriffe im Grunde wieder, die ihr auch schon genannt habt. Also sowas wie eine Beitragsverwaltung, auch die ganz klassische Mitgliederverwaltung gehört dazu, aber auch Lohnabrechnung, Personalakten, wenn ihr Organisationen seid, die mit Beschäftigten, tatsächlich mit Hauptamtlichen arbeiten, dann auch Bewerbungsverfahren. Der Betrieb einer Website gehört dazu, genauso wie das Veröffentlichen von Fotos. Veranstaltungsmanagement habt ihr genannt, auch sowas wie eine RAdressverwaltung für den Newsletter gehört dazu. Das heißt, die Verarbeitungstätigkeiten sind vielfältig und natürlich immer ganz abhängig davon, was auch euer persönlicher Vereinszweck, Vereinsinhalte und Vereinsziele sind. Bei großen Organisationen sind die häufig mannigfaltiger als bei kleinen. Das ist völlig logisch. Abhängig von der Zielgruppe gibt es viele übrigens auch, die noch eher analog kommunizieren als digital. Also vielen Dank dafür. Das war ein guter erster Einstieg, glaube ich, wo wir jetzt alle ein Bild davon haben, warum gibt es die eigentlich und wo findet diese DSGVO Anwendung? Und jetzt gucken wir einmal selbst in die DSGVO rein. Wie gesagt, in aller Kürze, man kann über jedes dieser Themen einen ganzen Tag lang sprechen. Wir machen das ein bisschen komprimierter. Es gibt im Grunde sieben Kriterien, sieben Pfeiler, die ihr euch merken solltet, die müsst ihr nicht auswendig lernen, aber die uns helfen, uns unterhalb der DSGVO zu organisieren. Es gilt zunächst mal das sogenannte Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, ich darf grundsätzlich mit personenbezogenen Daten von Dritten gar nicht hantieren. Darf ich nicht. Außer ich habe eine Einwilligung. Und das wiederum fällt in den Teilbereich der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung von Daten. Wir gucken gleich noch ins Detail. Es geht aber auch um sowas wie Zweckbindung. Das heißt, Daten, die erhoben werden, dürfen nur zu einem bestimmten Zweck verwendet werden. Wenn ich meine E-Mail-Adresse für ein Newsletter hinterlasse, dann darf ich auch nur den Newsletter bekommen und nicht noch Werbung und 35 andere Inhalte per Mail plötzlich bekommen. Es geht um Datenminimierung. Darum ging es übrigens immer. Wir hatten auch vorher schon ein starkes Bundesdatenschutzgesetz. Wer sich daran gehalten hat, ist im Grunde auch mit der DSGVO schon auf einem sehr guten Wege gewesen. So viel Daten wie nötig, so wenig wie möglich. Das sollte für uns gelten, wenn wir im Internet unterwegs sind. Das sollten wir auch anlegen als Standards an das, was wir mit Mitgliederverwaltung machen. Wir müssen nicht riesige Datensätze unserer Mitglieder anlegen, die wir am Ende gar nicht brauchen. Es geht um Richtigkeit von diesen Daten. Auch da habt ihr ja ein persönliches Interesse dran, dass ihr korrekte Daten vorhaltet. Es geht um sowas wie eine Speicherbegrenzung. Das heißt, man kann Daten nicht für immer behalten und nutzen, sondern es hat in der Regel eine natürliche Speicherbegrenzung. Bei Mitgliedsbeitritten ist das in der Regel die Zeit der Mitgliedschaft. Gibt auch noch ein paar andere Faktoren, die da reinspielen. Und es geht nicht zuletzt um Integrität und Vertraulichkeit. Das heißt, ihr braucht auch ein gewisses Sicherheitskonzept für eure Datenverwaltung. Und jetzt möchten wir an all den Begrifflichkeiten einmal in die Tiefe gehen. Also ich habe es gesagt, grundsätzlich ist das Erheben, Verarbeiten, Nutzen von personenbezogenen Daten von Dritten verboten.
Es sei denn, es liegt eine Erlaubnis vor. Und das führt uns schon zum Grundsatz der Rechtmäßigkeit. Wie kann diese Erlaubnis aussehen? Wie kann die vorliegen? Goldstandard ist eigentlich immer, dass man sich entscheidet für eine ausdrückliche Einwilligung einer betroffenen Person in Form einer aktiven Unterschrift oder einem Haken, den ich online setze. Oder ich gehe über einen Vertrag, also eine rechtliche Verpflichtung. Das kennen wir aus dem Bereich der Arbeitsverträge. Auch da müssen wir unsere Sozialversicherungsnummer an unseren Arbeitgeber übergeben, der damit dann hantiert und auch hantieren darf. Der darf aber diese Daten nicht einfach so an Dritte weitergeben. Und auch ihr könntet ja in Mitgliedsbeitrittsverträgen genau solche eben Rechte und Pflichten festhalten. Und es gibt das sogenannte berechtigte Interesse des Verantwortlichen. Und das kommt vor allem dann ins Spiel, wenn wir über Veranstaltungsfotografie sprechen. In aller Kürze, es lohnt sich sehr, sich damit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, wir haben auch in dieser Woche noch tolle Workshops dazu. Wenn ich eine Veranstaltung mache, bei der ich nicht kontrollieren kann, wer kommt und ich mir eben keine ausdrückliche Einwilligung in Form einer Unterschrift geben lassen kann, dann kann ich sehr gut über dieses berechtigte Interesse gehen. Ich muss als Veranstalter informieren, dass fotografiert wird, dass veröffentlicht wird. Ich muss auch immer eine Opt-out geben, also die Möglichkeit, dass Menschen irgendwo hingehen und sagen, ich will das nicht. Das heißt, ich muss sehr sichtbar informieren und kann mich aber tatsächlich auf mein berechtigtes Interesse berufen. Was heißt das? In dem Fall ist mein berechtigtes Interesse daran, meine Veranstaltung zur Bewerbung zu dokumentieren, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, wichtiger oder wiegt in der Interessenabwägung höher als das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen, der Einzelnen an seinem ihren Bild. In aller Kürze, wir sprechen jetzt vor allem über Punkte 1 und 2. Das heißt, wenn wir über diese ausdrückliche Einwilligung sprechen, dann muss die freiwillig erfolgen, die muss auch informiert erfolgen. Das heißt, Menschen müssen verstehen, was sie unterschreiben. Nicht, das nehmen Vereine und Organisationen häufig sehr ernst, Unternehmen weniger, wenn ich so in die AGB von den großen Unternehmen reingucke. Und es muss eben eine eindeutige, aktive Handlung vollzogen werden. Also ich muss online ein Häkchen setzen oder ich unterschreibe tatsächlich ganz aktiv. Diese Einwilligung ist gebunden an einen konkreten Zweck, zum Beispiel eben den Zweck der Mitgliederverwaltung, den gesamten Passus der Mitgliedschaft umfassend. Über diesen Zweck muss aber der Verantwortliche sehr transparent und ausführlich informieren. Und es gibt immer die Möglichkeit zu widerrufen. Auch das gucken wir uns gleich nochmal an. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass wir zum Beispiel über einen Vertrag gehen und uns eine Einwilligung via Aufnahmevertrag zum Beispiel einholen, dann gibt es tatsächlich, und das will ich euch auch ans Herz legen, über die Landesanstalten für Datenschutz, über eure Landesbehörden, Landesdatenschutzbehörden, sehr, sehr gute Vorlagen, Formulare und Muster, an denen ihr euch bedienen könnt, um genau diese Verträge, eure Verträge zu ergänzen mit den entsprechenden Paragraphen aus der DSGVO und euch so abzusichern. Viele von euch werden das möglicherweise auch schon gemacht haben. In Klammern. Wir werden häufig gefragt, muss ich jetzt alle Altmitglieder auch nochmal fragen? Als wir angefangen sind, diese Workshops zu machen vor 2 Jahren, haben wir immer gesagt, nein, aber ab jetzt macht ihr das bitte so. Und das wiederhole ich hier nochmal, auch wenn die DSGVO schon 3 Jahre alt ist. Und ich glaube, dass ihr alle schon auf dem guten Weg seid. Aller spätestens ab jetzt, bitte passt ihr eure Mitgliedsbeitrittsformulare an die DSGVO an und holt euch wirklich aktive Einwilligungen in Form von Unterschriften ein, die euch das rechtssichere Nutzen der Daten eurer Mitglieder zum Beispiel eben dann ermöglichen. Das heißt, ihr holt euch dann im Rahmen eines solchen Aufnahmevertrages zum Beispiel die Erlaubnis durch eine Rechtsgrundlage. Das erlaubt euch noch nicht, diese Daten an Dritte weiterzugeben. Das ist völlig klar. Ist eine Erlaubnis, die für euch gilt. Oder ihr geht eben, wenn es um Veranstaltungsfotografie geht, ich habe es gesagt, über das sogenannte berechtigte Interesse. Hier gilt eben diese gerade beschriebene Interessenabwägung. Und nochmal, wir vertiefen das hier nicht, ist aber eine sehr gute Idee, gerade bei Veranstaltungen, wo ich eben Ein- und Ausgang praktisch nicht kontrollieren kann. Es hat auch für mich einen sehr viel weniger, also geringeren verwalterischen Aufwand. Dann gibt es den Grundsatz der Datenminimierung. Ich habe schon gesagt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Erhebt bitte nur die Daten, die ihr wirklich braucht.
Wenn ihr ein Fußballverein seid, braucht ihr vielleicht auch noch Körpergrößen und die Größe für die Schuhe. Wenn ihr ein Verein seid, der ganz andere Arbeit macht, dann müsst ihr sicher nicht Körpergröße, Größe und solche Variablen abfragen, die euch gar nicht interessieren. Das heißt, schaut selbst, dass ihr die Datensätze möglichst minimiert. Ihr braucht vielleicht auch nicht immer E-Mail-Adresse, Mobilnummer und Festnetznummer. Vielleicht reicht ein Kontaktdatum. Das hängt nochmal ganz ab von der Art, wie ihr arbeitet. Ich will euch nur darauf ein bisschen sensibilisieren, dass man selbst darauf achtet, nicht so wahnsinnig viele Daten zu erheben. Personenbezogene Daten müssen richtig vorliegen. Betroffene haben das Recht darauf, dass ihre Daten berichtigt werden. Das ist etwas, das sozusagen lassen wir ein bisschen am Rande. Es ist ja durchaus auch in eurem Interesse, ich habe schon gesagt, dass ihr korrekte Daten vorliegen habt, dass ihr nicht lauter Bounces habt, wenn ihr Newsletter rausschickt, weil die Mailadressen falsch sind oder das postalische Einschreiben nicht ankommen. Insofern ist es durchaus etwas, was ja auch in eurem Interesse ist, dass Daten korrekt vorliegen. Und dann gibt es eben den Grundsatz der Speicherbegrenzung. Und der ist nicht ganz trivial, auch wenn es so trivial klingt. Personenbezogene Daten dürfen eben nur so lange gespeichert werden, wie für diesen Zweck notwendig. Und das heißt, bei Mitgliedschaften habt ihr eine natürliche Speicherbegrenzung mit der Dauer der Mitgliedschaft. Wenn ein Mitglied austritt, dann löscht ihr dessen oder deren Daten. Es gibt aber durchaus gesetzliche Aufbewahrungsfristen von Finanzämtern zum Beispiel, zum Teil auch von Fördermittelgebenden, die dem entgegenstehen. Das heißt, hier gibt es keine ganz pauschale Antwort. Ihr müsst ein bisschen schauen, ob es noch sozusagen andere Anforderungen gibt, dass ihr bestimmte Daten länger vorhaltet als über die Dauer der Mitgliedschaft, dass ihr bestimmte Daten vielleicht anonymisiert länger vorhaltet. Da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Grundsätzlich haben Daten eine Speicherbegrenzung, aber schaut eben, ob es andere gesetzliche Aufbewahrungsfristen gibt, die in dem Fall höher wiegen und die von euch verlangen, durchaus solche Daten dann doch länger vorzuhalten oder mindestens im Archiv irgendwo abgelegt zu behalten. Und nicht zuletzt gibt es eben diesen Grundsatz der Integrität und der Vertraulichkeit. Und da heißt es so schön, es müssen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, um, und das ist wichtig, eine angemessene Sicherheit für personenbezogene Daten zu gewährleisten. Was sind denn solche geeigneten Maßnahmen? Was tut ihr, um die Daten eurer Mitglieder sicher zu machen? Schreibt mir das doch mal gerne in den Chat. Was sind nach eurer Meinung geeignete organisatorische, aber auch technische Maßnahmen? Genau, Verschlüsselung der Dokumente kommt hier zum Beispiel. Aber auch sowas wie ein verschlossener Schrank. Also wenn tatsächlich ihr noch Aktenordner habt, dann sollten die jetzt möglichst nicht im vereisten Einsheim so frei zugänglich sein, dass jede dran vorbeigehen und sich einen Ordner rausziehen kann. Passworte, ganz wichtig für Excel-Dokumente, für PCs, aber auch sichere Übertragungswege, Stichwort verschlüsselte Kommunikation, Zugriffskontrolle, Zugangskontrolle. Rechtemanagement, aber auch sowas wie eine SSL-Verschlüsselung, sichere Server, Stichwort europäische Server, sehr guter Hinweis, regelmäßige Passwortwechsel, aber auch ein Punkt, der jetzt hier noch kam, nämlich Kompetenzen, Zugriffskompetenzen, da geht es sicher auch um organisatorische Maßnahmen, aber auch die Kompetenz all eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sicher im Internet zu operieren und sicher auch mit Daten umzugehen. Auch da sollte man ein bisschen drauf schauen. Genau, Marianne sagt schon richtig, im Rahmen von zum Beispiel Schulungen. Vielen Dank dafür. Ihr habt alles erwähnt im Grunde, was wir nochmal mitgebracht haben. Das heißt, es geht tatsächlich um sowas wie Zugriffsrechte. Müssen wirklich alle auf alle Daten zugreifen können oder kann das zum Beispiel nur der Vorstand, kann vielleicht auch nur der Schatzmeister, die Schatzmeisterin auf Kontodaten zugreifen? Aktuelle Betriebssysteme. Es geht im Grunde um Basissicherheit. Wir operieren im Ehrenamt ja sehr häufig mit privaten Geräten und da ist es wichtig, dass die aktuell sind, dass da aktuelle Firewalls drauf sind, dass da aktuelle Virenscanner drauflaufen und dass die Geräte passwortgeschützt sind und dass das wirklich sichere Passworte sind. Internetsicherheit Grundlagen
könnt ihr auch in der Nachbarschaft, könnt ihr auch bei Haus des Stiftens regelmäßig lernen. Wer dazu noch Nachfragen hat, gern mal da reinschauen. Wir sprechen auch häufig über mobile Geräte, die sicher sein sollen. Aber das im Grunde, was hier aufgeschlüsselt ist, auch mit regelmäßigen Backups und mit Verschlüsselungstechnologien, ist Teil von einer Basis-IT-Sicherheit. Und die solltet ihr wirklich als Verein anvisieren, gerade dann, wenn ihr eben mit personenbezogenen Daten von Dritten hantiert und zu tun habt. Und wie geht das? Ihr habt selbst schon gesagt, man kann Dokumente verschlüsseln oder Passwort schützen. Es geht um eine sichere Webseite mit einer SSL-Verschlüsselung. Es geht um ein sicheres WLAN, auch in dem ihr operiert. Und vielleicht sogar um sowas wie eine verschlüsselte E-Mail-Kommunikation. Aber ganz richtig, und das haben viele von euch auch in den Chat geschrieben, es geht auch um analoge Sicherheitsmechanismen, also dass zum Beispiel Aktenordner in abschließbaren Schränken aufbewahrt werden. Achtung, es geht um Angemessenheit. Ihr seid nicht Dagobert Duck, ihr müsst euch keinen Tresor bauen für eure Aktenordner. Wenn aber dann doch mal was weg ist, wird die Landesdatenschutzbehörde fragen, wie war das denn abgesichert? Und dann ist es immer gut, wenn man sagen kann, das war in einem abschließbaren Schrank. Wenn ein Rechner weg ist, auf dem die Mitgliedsdatensätze gespeichert sind, wird die Landesdatenschutzbehörde immer fragen, ist der Rechner passwortgeschützt? War die Datei passwortgeschützt? Nicht? Und das sind dann alles so sozusagen Optionen, wo ihr sehr viel besser aufgestellt seid, wenn ihr sagen könnt, ja, ja und ja. Wir haben uns gekümmert um Sicherheit. Es gibt keine totale Sicherheit, weder analog noch digital. Aber wir haben das, was in unserem Rahmen angemessen ist, getan, um diese Dokumente abzusichern und sind eben nicht fatalistisch oder verantwortungslos mit denen umgegangen. Das ist am Ende des Tages alles, was zählt, auch für eure Mitglieder. Was neu ist im Grunde oder was besonders neu ist im Rahmen der DSGVO, ist die sogenannte Rechenschaftspflicht. Weil viele Grundsätze, ich habe schon gesagt, der DSGVO auch schon im deutschen Datenschutzrecht vorher bestanden. Neu ist eben diese sogenannte Rechenschaftspflicht für Verantwortliche. Und das heißt, Verantwortliche müssen auf Nachfrage das Einhalten all dieser Grundsätze, die ich euch gerade vorgestellt habe, nachweisen können. Die Landesdatenschutzbehörde ruft vielleicht mal an und sagt, Mensch, wie macht ihr das denn mit dem Datenschutz bei euch in der Organisation? Und dann ist es total gut und auch dafür gibt es hervorragende Mustervorlagen bei den jeweiligen Landesdatenschutzbehörden, wenn ihr ein sogenanntes Datenverarbeitungsverzeichnis pflegt. Ich bin mir sicher, dass viele von euch sowas schon angelegt haben. Wer das noch nicht gemacht habt, nehmt euch mal einen halben Tag oder einen Tag im Vorstand, setzt euch hin und überlegt euch, was sind eigentlich unsere Verarbeitungstätigkeiten? Wir haben es ja gerade schon gesammelt. Newsletter, Ausland, Einladung und so weiter. Wer ist dafür verantwortlich bei uns im Verein? Wer macht das? Was ist der Zweck dieser Verarbeitung? Warum mache ich das? Und welche Kategorie von Personen sind hier betroffen? Betrifft das Mitglieder? Betrifft das vielleicht auch zusätzlich Newsletter-Abonnentinnen? Welche Kategorien personenbezogener Daten werden dafür benutzt? Name, Adresse, E-Mail-Adresse zum Beispiel. Werden Daten an Dritte weitergegeben? Arbeitet ihr mit einer Buchhaltung, mit einem Finanzberater, mit einem Steuerberater? Welche Löschfrist ist vorgesehen? Gibt es eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist zum Beispiel? Und welche technischen und organisatorischen Maßnahmen betreibt ihr, damit diese Daten sicher aufbewahrt werden? Und da könnt ihr ein separates IT-Konzept einmal zusammenschreiben, abstimmen, ablegen, fertig. Dieses Verarbeitungsverzeichnis fasst im Grunde all die 7 Schritte nochmal auf einem Blatt zusammen, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist eine gute Rekapitulation, ist eine gute Hausaufgabe, die man einmal im Jahr sich vorziehen sollte und gucken sollte, sind die Prozesse noch gleich, hat sich was verändert, haben sich Zuständigkeiten verändert. Und dann legt man das in die Schublade und ist jederzeit sehr gut bewappnet, wenn mal jemand fragt. Und übrigens auch dann, wenn ihr mal so einen Vorfall habt, nämlich wenn mal ihr gehackt werdet, ein Rechner weg ist, ein USB-Stick mit einer Liste drauf weg ist oder Aktenordner fehlen. Dann könnt ihr jetzt aus der Schublade nehmen und könnt sagen, wir haben aber unser Äußerstes getan, um die Daten abzusichern und dann müsst ihr auch ganz sicher mit keinen Sanktionen rechnen. Wie gesagt, es gibt umfassende, unterschiedliche Muster, zum Teil auch von Dachverbänden schon rausgegeben oder eben bei den Landesdatenschutzbehörden. Schaut da einfach mal vorbei. Das hier nochmal in aller Kürze, die Zusammenfassung, die ich euch jetzt nur reinwerfe, weil ich glaube, dass wir sie auf der Tonspur ausführlich besprochen haben.
Wenn ihr euch das mitnehmt und das vielleicht neben euer Verarbeitungstätigkeitsverzeichnis legt, dann seid ihr schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Und nochmal, wenn ihr einen Vorfall habt, meldet ihr das der Landesdatenschutzbehörde, sagt Achtung, uns ist was passiert, helft uns. Und in der Regel beraten die euch sehr, sehr gut. Und wenn ihr dann so ein schönes Konzept zeigen könnt, dann werdet ihr auch mit keinen Sanktionen zu tun haben. Ganz kurz noch ein Ausblick auf die betroffenen Rechte, bevor ich dann natürlich auch noch ein bisschen Platz lassen möchte für eure Fragen. Da ist ja schon ein bisschen was zusammengekommen. Wir wechseln die Perspektive. Wir waren gerade in der Perspektive der Verantwortlichen. Jetzt geht es um uns. Jetzt sind wir Betroffene. Jetzt ist das unsere Perspektive. Bevor wir das tun, war jetzt eine doofe Überleitung, schreibt ihr mir noch mal kurz, wer denn eigentlich von eurer Organisation Betroffene sind. Habt ihr nur mit Mitgliedern zu tun oder erhebt ihr auch noch personenbezogene Daten von anderen Gruppen? Mitarbeiter zum Beispiel, genau. Lieferanten, Lieferantinnen, Partner, Kooperationspartner zum Beispiel, ja. Veranstaltungsteilnehmer, das ist was auch ganz häufig noch kommt. Ihr macht ja sicher Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Veranstaltungen auch für Teilnehmende, die keine Mitglieder sind, Referenten, Referentinnen, aber auch Spender, Spenderinnen, Fördermittelgebende, Funktionäre sehe ich hier, externe Dozierende, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen natürlich, Wettbewerbe, wenn ihr sowas macht, Wettbewerbseinreichungen sind auch immer mit personenbezogenen Daten versehen. Ja, vielen Dank. Das heißt, wenn man so aus der Rolle des Organisators noch guckt, dann tatsächlich ist die Gruppe der Betroffenen relativ vielfältig. Ich habe also Mitglieder, das ist so meine Basis im Grunde, ja, meine Basis-Peer Group, mit der ich hantiere. Ich hantiere vielleicht aber auch noch separat mit Ehrenamtlichen, die keine Mitglieder sind. Ich habe vielleicht Beschäftigte, ich habe auch Webseiten, Besucherinnen. Ich habe Besucherinnen von Veranstaltungen und zum Beispiel sowas wie separate Newsletter-Abonnenten. Das heißt, geht ein bisschen über den Faktor Mitglieder hinaus und schaut, welche Gruppen von Personen eigentlich noch von eurer Datenerhebung betroffen sind, auch wenn ihr über eure Konzepte nachdenkt. Und jetzt gucken wir einmal eben auf die Rechte dieser Betroffenen, aber eben auch eure Rechte als Betroffene. Und da geht es um transparente Informationen. Um das Recht auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung und Löschung und das Recht auf Widerspruch. Und hier in aller Kürze ist es doch so, dass Betroffene das Recht haben, eben zu wissen, welche Informationen über sie gesammelt und genutzt werden. Und deshalb habt ihr alle sehr, da bin ich mir sehr sicher, mittlerweile Datenschutzhinweise erstellt, die ihr entweder zum Mitgliedsantrag mit rausgebt, die ihr aber immer auch auf eurer Homepage bereitstellt. Präzise und verständlich, leicht zugänglich in einer möglichst einfachen Sprache. Und die Datenschutzerklärung auf der Homepage ist wirklich ein Pflichtelement mittlerweile. Wer hier weitergehende Informationen haben möchte, kann gern auch nochmal bei uns in unser Handbuch zum Thema Homepage reinschauen. Das Recht auf Auskunft bedeutet, dass Personen bei euch nachfragen können, welche personenbezogenen Daten von ihnen erhoben und aufbewahrt werden. Diese Auskunft müsst ihr nicht pauschal erteilen, sondern nur dann, wenn ein Mitglied eine Person konkret anfragt. Und wenn das jetzt per Mail passiert, über einen Account, den ihr gar nicht kennt, dann solltet ihr schon nochmal nachfragen, ob die Daten, die Hans Müller abfragt, ob das wirklich jetzt auch Hans Müller ist. Nicht? Also, damit ihr eben nicht Daten an Dritte rausgebt, denen diese Daten gar nicht gehören. Ihr habt dieses Recht auch. Es gibt bei Facebook sogar mittlerweile, das könnt ihr euch auch mal anschauen, in unserem Social Media Bereich, bei Facebook einen kleinen Knopf, auf den man klicken kann, in den Einstellungen ganz unten, wo man sich von Facebook Auskunft geben lassen kann, welche Daten die eigentlich über euch haben, auf welcher Grundlage sie die vorhalten. Und es ist ziemlich interessant und erhellt. Das heißt, eine Abschrift, wenn ihr so eine Anfrage bekommt, dann müsst ihr eine Abschrift erstellen, eben mit den vorhandenen personenbezogenen Daten, die innerhalb eines Monats an eben den Nachfragenden zurückgegeben werden muss. Auch dafür gibt es sehr gute Muster, die ihr euch wiederum bei euren Landesdatenschutzbeauftragten, hier mal ein Beispiel, das sehr ausführlich ist, auch runterladen und dafür nutzen könnt. Das Recht auf Berichtigung habe ich im Grunde gerade schon besprochen. Betroffene haben einen Anspruch auf die Korrektur falscher Daten. Das ist relativ augenfällig und nachvollziehbar. Und Betroffene können,
unter bestimmten Umständen das Löschen ihrer Datensätze oder auch einzelner Daten von euch verlangen. Zum Beispiel dann, wenn der Zweck wegfällt. Eure Newsletter-Abonnentin oder auch eure Mitglieder können von euch, wenn sie euch die E-Mail-Adresse nur gegeben haben, um eben Informationen über den Newsletter zu bekommen, sagen, ich möchte, dass du meine E-Mail-Adresse löscht, weil es gibt ja den Newsletter nicht mehr. Das heißt, der Zweck ist weggefallen. Man kann die Einwilligung widerrufen, in der Regel dann, wenn die Rechtsgrundlage wegfällt. Das bedeutet, dass man zum Beispiel den Mitgliedsvertrag aufkündigt. Und man kann einer Verarbeitung widersprechen. Und dieser Widerspruch bezieht sich aber vor allem auf diesen Passus der Wahrung berechtigter Interessen, den wir zu Anfang ganz kurz angesprochen haben. Das heißt, hier können Personen jederzeit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten widersprechen. Deshalb ist es auch bei Bildern immer ideal, wenn ich eine aktive Einwilligung habe. Nichtsdestotrotz, glaube ich immer noch, dass das berechtigte Interesse der beste sozusagen Weg ist, um Veranstaltungen zu dokumentieren und zu begleiten. Ihr müsst nur wissen, dass Personen im Grunde immer das Recht haben zu widersprechen und ihr solltet diesen Anfragen auch nachkommen. Ihr nehmt dann einfach das Foto von der Website wieder runter und dann sollte das Thema im Grunde durch sein. Kommen wir zu Fazit und Fragen. Ganz kurz zusammengefasst, was nehmen wir mit? Wichtig ist, dass ihr regelmäßig eure aktuelle Praxis für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten hinterfragt, auch verbessert, nachbessert, da wo es notwendig ist. Und ich habe schon gesagt, was diese Sanktionen angeht, diese hohen Strafsummen, die ja zu Anfang im Raum standen, als die DSGVO eingeführt wurde, da müsst ihr euch sozusagen, müsst ihr nicht so große Angst mehr vorhaben. Wir haben mittlerweile auch die ersten Urteilssprüche. Wir haben immer noch nicht sozusagen jeden Passus durchgeklagt der DSGVO. Und trotzdem ist es so, dass gerade im Bereich NGOs, Zivilgesellschaft de facto kaum Sanktionen erteilt wurden. Die, die erteilt wurden, sind sehr verhältnismäßig und dienen im Grunde nur zur Abschreckung und als wirksames Mittel, um eben gegen bewusste, und das ist hier in Versalien geschrieben, gegen bewusste Datenschutzverletzungen vorzugehen. Solange ihr, ich habe das schon gesagt, zeigen könnt, dass ihr euch für den Schutz eurer personenbezogenen Daten, der personenbezogenen Daten von Dritten, mit denen ihr operiert, einsetzt und eben auch entsprechende Maßnahmen ergriffen habt, seid ihr sehr, sehr gut aufgestellt und braucht euch im Grunde da keinen größeren Kopf drum machen. Das will ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal mitgeben, weil doch zu Anfang die Unsicherheit sehr, sehr groß war. Jetzt freue ich mich über eure Fragen. Bevor ich jetzt meinen Screenshare sozusagen schließe, schicke ich euch noch einmal hier auf diese DINA Scout-Seite. Ihr könnt nämlich jetzt im Anschluss, ich habe es vorhin schon gesagt, euer Wissen direkt einmal testen in unserem Quiz. Wenn ihr Lust habt, kommt da direkt im Anschluss an das Webinar nochmal vorbei. Und jetzt freue ich mich sehr auf eure Fragen. Petra hat ja schon eine ganze Weile und eine ganze Menge auch im Chat dokumentiert, wenn ich das richtig sehe. Ja, Petra. Also, du siehst das absolut richtig, Katharina. Petra hat sich hier schon die Finger heiß getippt, würde ich sagen. Vielen Dank an der Stelle und vielen Dank an dich für diesen wahnsinnig umfangreichen Einblick zur DSGVO und allen Rechten und Pflichten. Das war auf jeden Fall ein schneller, aber ausführlicher Ritt, würde ich sagen. Danke dir. Genau, es sind einige Fragen gekommen. Manche sind natürlich auch sehr speziell. Ich schaue mal, dass ich ein paar ja, etwas allgemeinere raussuche. Petra, wenn du ansonsten auch noch welche hast, die du für besonders ja, interessant für alle empfindest, dann schalte dich auch gerne noch dazu. Da ist sie schon. Sehr schön. Ja, ich habe gedacht, bevor ich das jetzt euch im Chat weiterleite, kann ich einfach direkt dazukommen und vielleicht auch so ein bisschen berichten. Sehr gerne, schieß los. Es gab einige Fragen, wo ich leider auch immer die Antwort geben musste, das kann man so pauschal nicht sagen. Also die es jetzt schon von mir gehört haben, das ist wahrscheinlich keine zufriedenstellende Antwort. Aber wir reden jetzt ja auch über eine rechtliche Verordnung und da ist es ja nicht immer als schwarz und weiß und irgendwie ganz klar so und so ist das, sondern viel hängt auch immer tatsächlich vom Einzelfall ab. Es gab zum Beispiel die Frage, wann oder
wie frei sind Organisationen, bestimmte Daten zu verwenden oder zu argumentieren, dass man sie eben zwingend braucht für die Verarbeitung. Und das hängt ganz oft einfach ab von der Argumentation oder von der Begründung, warum man diese Daten eben braucht. Und wenn ihr da eine gute Begründung habt, warum ihr sie für eure Arbeit braucht, zum Beispiel die Telefonnummer, dass man schnell jemanden im Notfall erreichen muss, dann kann sowas eben auch durchaus zählen. Und genau, Katharina hatte ja auch eben das Datenverarbeitungsverzeichnis schon angesprochen, dass man da dann auch entsprechend solche Dinge dann vielleicht auch festhält. Katharina, du wolltest bestimmt etwas ergänzen. Ja, also ich habe es gerade parallel mal durchgescrollt, habe gesehen, dass Petra beeindruckterweise praktisch jede Frage schon beantwortet hat. Ich sehe jetzt noch so die letzten, die jetzt noch so eintrudeln. Vielleicht nehmen wir die noch mal raus, nur weil manche vielleicht dabei sind, die auch für mehr Menschen noch interessant sind. Salome hat zu Recht gefragt, vor was oder wem genau müssen eigentlich Daten geschützt werden? Nun ja, also man schützt Daten in Demokratien ja vor allem vor Unternehmen. Es gibt durchaus aber Regionen in der Welt, in denen Datenschutz auch dazu dient, um Datenzugriffe von staatlichen Akteuren zu schützen. Aber tatsächlich geht es hier auf der europäischen Ebene vor allem darum, dass, oder nochmal als Hinleitung, die DSGVO ist entstanden, eben, ich habe es zu Anfang gesagt, aufgrund dieser großen datensammelnden Unternehmen wie Facebook, Amazon und Co., die daraus große Geschäfte gemacht haben. Und wir haben ja alle festgestellt, dass wir plötzlich lauter E-Mails bekamen, auch eher Werbe-E-Mails von Unternehmen, wo wir gar nicht wussten, dass wir jemals die E-Mail-Adresse hinterlegt hatten. Dass wir und dass eben zum Teil unsere Daten genutzt werden, ohne dass wir es wissen, um damit Big Data Prozesse anzustoßen, zum Teil sogar um künstliche Intelligenzen zu schulen. Ich weiß nicht, wie gut ihr in dem Bereich informiert und auch interessiert seid, wer sehr lange auf YouTube zum Beispiel rumhängt, trainiert die YouTube-KI. Also so wie ihr euch auf YouTube bewegt, so sozusagen baut YouTube seine Logik. Das heißt, wenn ihr euch ein Video über Hasen anguckt und danach eins nach Katzen sucht, dann wird das bei YouTube abgespeichert und der Nächste, der sich ein Video über Hasen anguckt, bekommt die Empfehlung, guckt doch als nächstes das Video über Katzen, weil ihr das geguckt habt. Ja. Das heißt, das sind so sozusagen, und fällt jetzt sehr raus aus diesem Teilbereich der personenbezogenen Daten. Aber Datenschutz ist ein extrem wichtiges Recht, gehört zum Schutz auf Privatsphäre auch von jedem und jeder Einzelnen und ist insofern eines, das wir alle gerade auch im Bereich der Zivilgesellschaft achten sollten. Und das heißt, wir schützen Daten aus Prinzip und wir schützen Daten natürlich vor einem eben unberechtigten Zugriff von Dritten. Das können Unternehmen sein, das können auch andere Organisationen sein. Sehr schöne Antwort von dir. Hätte ich nicht besser sagen können. Vielleicht noch eine Ergänzung zu Susanne, nur weil sie gefragt hat, ob sie jede einzelne Verarbeitung, ob sie für jede einzelne Verarbeitung ein Verzeichnis anlegen muss. Nein, das hat man vielleicht gerade in dem Muster nicht gut gesehen. Es ist eine Übersichtstabelle, wo ihr sozusagen jeweils, wo ihr unterschiedliche Spalten habt für die Kategorien und wo ihr jeweils pro Zeile praktisch die Verarbeitungstätigkeit eintragt, also Newsletter aussandt und dann dekliniert ihr einmal diese 7 Schritte sozusagen durch. Und ihr schreibt bitte auch nicht alle Personen auf, da, die den Newsletter bekommen, also sozusagen die personenbezogenen Daten selbst, sondern nur die Kategorie. Also ich brauche dafür den Namen und die E-Mail-Adresse zum Beispiel. Und das könnt ihr alles, je nachdem, wie viele Tätigkeiten ihr habt, passt das in der Regel aber auf ein A4-Blatt. Und wenn man das einmal gemacht hat, hat man wirklich eine gute Grundlage, mit der man operieren kann und auf der man aufbauen kann und die man sicher in die Schublade legt und eben rauszieht, wenn es dann wirklich mal was passiert ist oder wenn es die mal braucht. Ja, ich habe jetzt auch zur Ergänzung nochmal, damit ihr direkt den Link auch nochmal habt, dieses Muster, was wir euch gezeigt haben, in den Chat auch gestellt, dass ihr es direkt euch anklicken könnt. Ihr bekommt ja aber auch im Nachgang die Präsentation und das ist ein PDF-Dokument. Und wenn ihr das öffnet, dann könnt ihr auch in den Folien auf diese entsprechenden Sachen nochmal draufklicken. Das habt ihr vielleicht gesehen, dass da manchmal stand, hier könnt ihr auch draufklicken oder da gab es so eine Maus drüber. Also wir haben solche Dokumente auch entsprechend verlinkt, um euch da auch die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Ich habe hier vielleicht noch mal eine ganz interessante Frage, und zwar wollte Sandra gerne wissen, wie schnell Daten gelöscht werden müssen, wenn eine Person dies veranlasst sozusagen, weil da wohl automatische Versendungen wahrscheinlich von Newslettern oder Ähnlichem noch geplant waren und das wohl ein ganz schönes Hin und Her war. Also gibt es da Informationen, wie schnell das passieren muss, wenn es angefragt ist?
Naja, also qua Rechtsgrundlage ist, sobald die Rechtsgrundlage wegfällt, darf ich mit diesen Daten eben nichts mehr tun und darf sie auch insofern nicht mehr benutzen. Das hat natürlich eine logische und organisationelle durchaus auch Karenzzeit. Ich würde aber als Organisation, je nachdem wie aufwendig das ist, einfach schauen, dass die Daten so schnell wie möglich aus den Verteilern verschwinden und rauskommen. Und selbst wenn es dann nochmal ein Newsletter gibt, dann wird sie sich vielleicht melden und dann sagt man, das tut mir leid und den nächsten kriegst du auf jeden Fall nicht mehr. In der Regel laufen die Prozesse ja so. Es ist ja nicht so, dass gleich jemand mit einer Anzeige um die Ecke kommt und sozusagen euch droht. Aber tatsächlich, eigentlich ist es mit Wegfall der Rechtsgrundlage, dürfen diese Daten nicht mehr benutzt werden. Da sollte man schauen, dass man dem möglichst schnell nachkommt. Genau. Und ich finde es immer ganz schön, da einfach transparent zu sein, wenn es eben Gründe gibt, warum das nicht jetzt unverzüglich sein kann und man vielleicht doch nochmal so ein Newsletter bekommt, dass man das auch einfach mitteilt. Ich hatte das jetzt auch schriftlich mit dieser Post, die man dann irgendwie nach Hause bekommt, wo sie irgendwie zweiwöchentlich Rhythmus was schreiben und ich widerrufen habe. Und die hatten dann von Anfang an gesagt, so es kann halt sein, der nächste ist jetzt schon vorbereitet, dass sie jetzt eben nochmal Post bekommen, aber danach sollte es nicht mehr der Fall sein. Und wenn ich das transparent eben auch als Betroffene mitbekomme, dann habe ich dafür auch entsprechend mehr Verständnis. Also in meinem Fall war das auf jeden Fall dann so. Dann schreibt eine Zuschauerin, deren Mitglieder ihres Vereins vor allen Dingen andere Vereine und Organisationen sind, ob die Daten der Mitglieder dann entsprechend nicht personenbezogen sind, sondern es sich um juristische Personen handelt und sich da etwas ändert. Genau, da kann ich vielleicht die Antwort für alle mal verraten, die ich Nina auch geschrieben habe, dass die Anschrift zum Beispiel von den Vereinen, also wenn es so eine Vereinsadresse gibt oder auch so eine allgemeinen Kontaktdaten wie info@verein.de, dass das im Regelfall eben keine personenbezogenen Daten sind, weil sie juristische Personen betreffen. Dass dann aber wiederum die E-Mail-Adresse zum Beispiel von hauptamtlichen Mitarbeitenden oder auch die Telefonnummer wiederum auf natürliche Personen sich beziehen, auch wenn sie natürlich für diese Arbeit da jetzt bezahlt werden, aber es sind halt trotzdem immer noch natürliche Personen und diese Daten sind dann eben auch personenbezogene Daten, sobald sie sich eben auf natürliche Personen beziehen. Ja, genau. Also das ist vor allem dieses Info@Adressen ist ein gutes Beispiel. Also gerade solche Adressen, die ich ja in der Regel als Funktionsmailadressen öffentlich finde, die darf ich auch bedienen und benutzen, ohne dass ich ein Einverständnis sozusagen habe. Die sollte ich idealerweise nicht ungefragt in meinen Newsletter aufnehmen. Das ist irgendwie gebietet sozusagen, weiß ich nicht, der Anstand ist jetzt das falsche Wort, aber das macht man nicht. Aber natürlich, wenn ihr Menschen kontaktieren wollt, sozusagen, dann geht ihr über diese Funktionsmailadressen auch ohne eine Einwilligung. Und wenn ihr sagt, ich habe hier eine Einladung zu einer Veranstaltung, ich glaube, das könnte zu euch passen, dafür sind diese Adressen ja öffentlich, sozusagen. Also da muss man keine größere Angst haben. Aber es geht natürlich dann sehr stark um diese personenbezogenen Daten, wie Petra sie beschrieben hat. Ich will vielleicht noch einen Satz sagen, nur weil ich das jetzt unterwegs vergessen habe, weil ich ganz zu Anfang irgendwo WhatsApp-Gruppen gelesen habe. Wir sprechen in ganz unterschiedlichen Workshops hier auch in der digitalen Nachbarschaft über das Thema WhatsApp und Kommunikation und will euch nur an der Stelle mitgeben, dass es, und das wisst ihr, auch gute Alternativen zu WhatsApp gibt, die nicht zu Facebook gehören. Und wir haben bei WhatsApp nach wie vor das Problem, dass auf das Telefonbuch zugegriffen wird, mindestens dann, wenn WhatsApp irgendwie convenient und bequem genutzt werden möchte. In der Regel ist das ein Zugriff auf, also ein unautorisierter Zugriff auf personenbezogene Daten von Dritten. Das ist das Problematische an WhatsApp. Insofern schaut euch gerne mal nach Alternativen um. Threema wäre so eine. Das sind die Schweizer, denen vertraut man ja grundsätzlich vieles gerne an. Aber ich sehe auch schon im Chat Telegram und Signal. Auch da kann man ein bisschen abwägen, was so eher der Kanal ist. Threema ist wirklich einer, der sehr, sehr stark auf Sicherheit setzt, der sehr wenig mit Werbung zu tun hat, der de facto gar keine Daten irgendwohin verschiebt und der eben ganz sauber auf europäischen Servern aufsetzt. Genau, aber es gibt auch andere Alternativen zu WhatsApp. Ich will nur sagen, dass auch wenn man über Datenschutz nachdenkt, man auch ein bisschen über Messenger nachdenken sollte. Da passt vielleicht auch ganz gut der Hinweis, falls ihr im Oktober, am 20. Oktober noch nichts in eurer Mittagspause vorhabt, da geht es dann natürlich auch weiter über die digitale Woche hinaus. Und da wird unser Rechtsanwalt Dr. Andreas Spittgerber sich dem Thema Datenschutz und Tools auch nochmal vornehmen. Also wo es wirklich dann um Tools geht und kann ich die verwenden, auch wenn die aus den USA sind und so weiter, oder was sind überhaupt die Probleme dahinter? Und wenn ihr es direkt quasi euch schon anmelden wollt, damit ihr es auch nicht vergesst und auch einen Kalender tragen könnt, habe ich euch jetzt auch
nochmal in den Chat entsprechend den Link gestellt zur Anmeldung und wo ihr auch weitere Informationen bekommt. Super, vielen Dank. Ja, wir haben relativ zeitgleich zwei Links geschickt. Der gleiche Herr, bei dem es dann nämlich um Tools und Datenschutz geht, den sehen wir morgen nämlich auch schon. Da können Sie ihn also schon kennenlernen. Da geht es ganz konkret um den Umgang, hatte Katharina ja auch schon erwähnt vorhin, mit Fotos und Videos in der Öffentlichkeitsarbeit. Also da auch der Link, falls noch jemand Interesse hat. Das passt jetzt gerade ganz gut. Wunderbar. Gibt es noch eine Frage? Gibt es noch eine Frage? Wir haben noch knapp 2 Minuten. Gibt es noch eine Frage, die ihr für relevant für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haltet, mit der wir jetzt vielleicht schließen können? Ja, ich würde sagen, vorhin kam eine Frage noch rein, wo ich jetzt noch nicht drauf geantwortet habe, aber das Thema hatte ich heute schon mal im Chat zu den Speicherbegrenzungen, Grundsatz der Speicherbegrenzung, den Katharina angesprochen hat. Da gab es dann direkt Einwände jetzt auch noch mal, ja, aber es gibt doch auch die Aufbewahrungspflicht. Und das stimmt ganz genau. Es gibt einfach bestimmte gesetzliche Aufbewahrungsfristen. Wir denken da zum Beispiel an das Finanzamt und die 10 Jahre. Ganz klar, wenn es da gesetzliche Vorgang gibt, dann ist das auch quasi der Grund der Speicherung. Warum speichere ich das so lange? Na, ich muss es halt, damit das Finanzamt glücklich ist. Also definitiv, da gibt es ja auch unterschiedliche Fristen. Das sind ja nicht immer auch nur 10 Jahre. Das sollte man natürlich auch mal mitdenken. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Dann haben wir mal wieder hier eine Punktlandung vollbracht. Es war mir wieder eine große Freude mit euch beiden, Katharina und Petra. Ich bin mir sicher, wir sehen uns bald. Katharina, bei dir weiß ich es ja schon. Es ist noch nicht, ich verrate es noch nicht, aber mit Katharina haben wir schon hier die nächste Veranstaltung geplant im Winter, worauf ich mich sehr freue. Und genau, Petra, du bist ja dann auch morgen wieder dabei. Und am Freitag, es stehen noch 2 Mittagspausen, stehen noch an. Und ja, dann bleibt mir an der Stelle noch einen schönen Mittag zu wünschen oder ja, fast Nachmittag. Ich danke auch Ihnen allen, dass Sie dabei waren, dass Sie hier so viele Fragen gestellt haben, sich beteiligt haben. Ich hoffe und ich bin mir sicher, Sie haben einiges mitgenommen und verabschiede mich bis morgen. Ja, hoffentlich bis morgen. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ja, ciao.